Bleiben Sie lieber hungrig und erben Sie Ihr Geburtsrecht, denn es ist sowas von gut. Das machen Sie bestimmt. Ich bin stolz auf Sie, das machen Sie gut. Sie werden Ihr Geburtsrecht erben. Selbst wenn andere Sie als schwächlich oder ungenügend sehen, werden Sie Ihre Bestimmung erfüllen. Halten Sie Ihre Hoffnung am Leben und bleiben Sie hungrig. Geben Sie Ihr Geburtsrecht nicht auf. Es ist so gut. Ich weiß, wir sind hier nicht in den Südstaaten, aber manchmal kommt es mir beim Predigen so vor. Ich liebe den Süden der USA. Geben Sie Ihr Geburtsrecht nicht auf. Jim Rohn sagte, wir müssen uns im Klaren sein, dass wir eins von zwei Dingen im Leben erleiden werden. Den Schmerz von Disziplin und harter Arbeit oder den Schmerz von Reue und Enttäuschung. Wir müssen wählen. Erst wurde mir ein Traum ins Herz gelegt. Dann unternahm ich einen ersten Schritt, um den Traum zu erfüllen. Musste aber erst durch ein tiefes Tal gehen, bevor sich der Traum erfüllte. Bei mir ist das so. Erst der Herzenstraum und der Segen, der über mein Leben ausgesprochen wird. Dann Leid, Schmerzen, schlaflose Nächte, harte Arbeit, Versagen, 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 Versagen und schließlich Erfolg. Das können wir aus dieser Geschichte lernen. Wird es Angriffe, Leid, Verluste, Täuschungen und alle möglichen Herausforderungen geben, bevor Sie den nächsten Gipfel erreichen. Also halten Sie die Hoffnung am Leben. Sie sind nicht allein, das ist eine gute Nachricht. Ich freue mich schon darauf, wenn Sie durchs Ziel gehen. Das wird großartig. Wissen Sie was? Sie können beruhigt sein. Geben Sie nur nicht auf. Keine Panik. Setzen Sie einfach weiter einen Fuß vor den anderen. Es ist so wichtig, dass wir nicht allem Stress aus dem Weg gehen wollen. Ich weiß, Stress wird teilweise als grundsätzlich schlecht hingestellt. Nein, Mann. Stress ist gut. Stress ist gut. Wir haben alle in der Vergangenheit manchmal aufgegeben. Aber nie wieder. Aber unterm Strich haben uns die Wissenschaft und auch das Leben gezeigt, dass Stress gut ist. Der Harvard Business Review zufolge haben Menschen, die eine positive Sicht von Stress haben, mehr geistiges Leistungsvermögen, tiefere Beziehungen, ein höheres Auffassungsvermögen, neue Perspektiven, ein Gefühl der Selbstbeherrschung, eine größere Wertschätzung für das Leben, ein tieferes Sinngefühl und Stärke bei Prioritäten. Menschen, die unter allen Umständen Stress im Leben vermeiden wollen, haben mehr Stress als alle anderen. Ironischerweise stärkt es uns nämlich, wenn wir Stress bewältigen. Es hilft uns, damit Stress nicht destruktiv ist.